mein Herz ist gesund. Darum geht es ja, dass das gewährleistet ist, dass wir die kommende Saison ohne Sorgen auf dem Platz können. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, wie man auch zuletzt gesehen hat. Die kriegen alle eine Blutuntersuchung, eine körperliche Untersuchung, ein EKG und ein Herzultraschall. Im EKG schauen wir, sind da irgendwelche Auffälligkeiten, gibt es da Herzrhythmusstörungen, die kriegen Belastungs-EKG, man schaut, ob es hier zu Veränderungen unter der Belastungsphase kommt. Im Herzultraschall gucken wir, wie die Herzpumpfunktion ist, ist das Herz irgendwo erweitert, gibt es da irgendwelche Hinweise, dass etwas nicht stimmt. Das ist so das Wesentliche, auf was wir schauen. Ja, ich glaube, wenn man immer wieder sieht, dass es doch den einen oder anderen im Leistungssport gibt, es muss nicht unbedingt im Fußball sein. Es gibt so viele Leistungssportarten, wo vielleicht doch mal einer zusammenbricht und vielleicht da vor Ort nicht richtig geschaut wurde. Darum sind wir für die Untersuchung sehr dankbar. Also bei einer Herzmuskelentzündung haben wir häufig leider keine typischen Symptome. Deswegen macht es relativ schwierig, diese zu diagnostizieren. Häufig sind das Symptome, die man bei einem Infekt hat, wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Gliederschmerzen oder auch Husten. Aber auch Herzstolpern weist auf eine Myokarditis hin und so eine typische Enge in der Brust. Gerade aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich selber mal was am Herz hatte. Und das gibt dir einfach ein richtig gutes Gefühl, wenn du nach dieser Untersuchung hier raus kannst und weißt, dass alles in Ordnung ist. Man weiß, dass eben diese Corona-Infektion auch selten mal auf den Herzmuskel übergehen kann. Circa 11 von 100.000 Corona-erkrankten Patienten erleiden eine Herzmuskelentzündung. Wir nach unserer Corona-Infektion haben uns auch komplett durchchecken lassen. Das gibt mir, hat es einfach, oder uns, mir hat es persönlich ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben. Und jetzt mit dem Wissen hier rauszugehen, dass ich in die kommende Saison starten kann, ohne Bedenken, ist beruhigend. Gut, das sind alles nicht so unsere typischen kardiologischen Patienten. Die sind alle letztendlich ja durchtrainiert und hoffentlich auch herzgesund, sodass wir hoffen, dass sie in der nächsten Saison hier uns als Karlsruher Stadt und unsere Fußballfans gut erfreuen können.